Ich wollte Eisverkäuferin werden als kleines Mädchen, weil ich dann gedacht habe, ich könnte den ganzen Tag Eis essen. So ziemlich jedes Projekt, was ich mache, hat damit zu tun, Komplexität zu vereinfachen oder in besonderem Maße halt den Mitarbeitern das Leben hier bei Gira einfacher zu machen. Ich betreue alle Systeme, hauptsächlich SAP-Systeme für den Bereich Fertigung, Logistik, Materialdisposition und QM. Wenn es da eben irgendeine Anforderung oder eine Verbesserung gibt, dann setze ich mich damit auseinander. Und ja, einen Tag, nachdem ich mein Studium abgeschlossen habe, habe ich hier angefangen. Es gab schon so Momente, in denen ich dann ja mal einen Schreck bekommen habe, wenn man dann was in ein produktives System transportiert, also eine Änderung macht und dann läuft das alles auf einen Fehler und man kriegt dann einen kurzen Schreck und denkt, oh Gott, hoffentlich steht jetzt nicht die Produktion. Aber ich hatte ja immer jemanden, der mir einfach mal zur Seite stand. Obwohl wir hier so weit weg wohnen von Köln, fühle ich mich trotzdem recht verbunden nach Köln, weil es ist einfach ja, sehr lockeres Umfeld in Köln, sehr lustige Menschen. Man muss im Volleyball, genauso wie bei meiner Arbeit auch, viele Sachen gleichzeitig beachten. Auch Sachen, die vielleicht erstmal nicht offensichtlich sind. Und dann auch die entsprechende Entscheidung zu treffen im richtigen Moment. Ich hoffe, dass es für mich genauso weitergeht wie in den letzten Jahren auch. Ich lerne hier mit jedem Projekt ganz viel dazu. Ich glaube, die größte Herausforderung steht mir noch bevor, mit dem Werksneubau. Das bedeutet für mich konkret, dass ich ja, na, sitze in der IT, auch dann ein komplett neues System mit betreuen kann, indem wir komplett auf der grünen Wiese anfangen konnten. Und jetzt das konkret umzusetzen, das wird ein ganzes Stück Arbeit, aber es wird sehr spannend und die ersten Ergebnisse sehen, der Neubau nimmt Form an.